Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit der nächsten Quest und die wird heißen Die Krankheit. Das heißt, wir müssen mal gerade ein Stück reisen. Wieso? Ich hoffe, dass ich das kann. Warte mal, warte, 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 warte. Wo bin ich da? Da, da hinten. Okay, gut. Euer Miria. Gut, dass wir den Schnellreisepunkt hatten. Wir werden jetzt ein bisschen mehr um ältere Quests kümmern. Nicht mehr um die ganzen hohen. Das ist jetzt ein 26er-Quest. Wir müssen jetzt eh erstmal alles abwarten, weil ich denke mal, die nächste Reihe unserer Feinde werden wir wahrscheinlich. Aber die Jagd ist ja beendet. Ich glaube, da fehlt nur noch der Finalgegner dann am Ende. Das wird eh kein 100% Let's Play. Ich denke mal, die reine Story werden wir spielen. Den Rest werden wir so ein bisschen nebenbei mitnehmen. Ist das ein Hund? Ja. So, da bin ich mal lang. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu kommen, die ganzen Philaketei noch zu kühlen. Ich weiß auch nicht, welches ist es noch Squid wir danach zocken. Eigentlich war es jetzt anders geplant, dass wir danach Assassin's Creed 3, die Remastered-Version, spielen. Aber ich muss mal gucken, eventuell wird sogar das neue Teil Mirage. Schauen wir mal. Brennende Leichen. Das ist Blasphemie. Wer war das? Bitte was? Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. Ihr werdet auf nichts merken, aber ich musste noch kurz was erledigen. So, weiter geht's. Fortschritt bei der Untersuchung. So, wo müssen wir hin? 100 Meter. Alles klar, das kriegen wir doch irgendwie noch hin. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Ein weiterer toter Bauer, dessen Familie nun das Land verliert. Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Aber die Soldaten haben sie vertrieben. So, da ist was. Die Händler sagten, sie wären schlecht fürs Geschäft. Die Schüsseln sind eklig. Was haben die Leute gegessen? Irgendwo müssen sie Nahrung lagern. Ich sollte mich mal umsehen. Ich vermute, dass da irgendwo was ist mit Nahrung vergiftet oder was auch immer. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo wir noch hin müssen. Da sind noch zwei Sachen. Ist ranzig. Es riecht wie Scheiße. Kein Mensch sollte das essen. Das ist nicht mal gut genug für Ratten, geschweige denn Menschen. Die Gewürze dienen nicht dem Geschmack. Sie überdecken nur den Gestank. Ich werde mit dem Koch reden müssen. Sobek hat einen Weg gefunden. Das Essen ist einfach, aber es sättigt. Esst es mit Dankbarkeit. So. Und vertraut auf den. Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Nein, danke. Die Götter, nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn? Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Du kannst mir aber auch den Punkt einfach geben. Ich folge dir. Alles klar. Oh. Dich für deine Hilfe belohnen. Ja, komm, lauf hin. Da. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viele Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land, holt sich die Wüste.
Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armenvierteln. Geh weg. Da. Oder was? Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Okay. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Dem Besitzer mangelt es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als andere. Das ist widerlich! Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Die Tür war offen. Warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast, ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Ich muss mir das mal genauer angucken. Ich habe das jetzt nicht erkannt. Wenn du vernünftig wärst, müsste das alles nicht sein. Wir können uns doch einigen. Nö, können wir nicht. Deine Männer habe ich erledigt. Jetzt kommen wir jetzt hier. Eliminiere den. Das sind Menschen, du Idiot. Wir können darüber reden. Nö, können wir nicht. Dann bleib hier. Ich bezahle dich. Nenn deinen Preis. Hab dich. Und zwar volle Lotte. Dieser Händler des Todes vergiftete die Armen, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Und zwar volle Lotte getroffen. Die Quest abgeschlossen. So, ich bringe dir mal die Küche. Ich will mir mal das mit der Küche gerade genauer angucken. Ich hab hier mal das, ne? War das hier? Ne, das war hier hinter, ne? Hier war das. So. Ja. Kriegt da gekochten Händler. So. Ah, das war aber eine relativ kurze Quest jetzt auch wieder. So, rein mit der Suppe, rein mit euch in die Suppe. Sind jetzt wieder? Ja. Kann ich nicht. Okay. Naja, das hat sich ja jetzt erledigt. Aber hier hängt nur das Fleisch ein bisschen rum, ja. Naja, wie dem auch sei. Wir haben es auf jeden Fall geschafft.
Ich habe schön mal weggesnackt aus dem Lauf. Wir sind fast Level 30 mittlerweile. So, habe ich jetzt noch irgendeine Quest, die jetzt... Hier haben wir noch gefälschte Siva, hier haben wir noch das Sobex Gold. Also rein theoretisch hätten wir hier noch mal... Wir haben noch jede Menge Nebenquests eigentlich erledigt. Warte, was ist das hier? Ach, das ist eine Statue, ne? Wir haben noch rein theoretisch ein paar Aufgaben zu erledigen. Viele Nebenquests noch. So. So, bei Extrem. Haben wir jetzt auch irgendwas neben? Haben wir doch irgendeine Aufgabe? Nee, ne? Eigentlich nicht. So, wir hatten jetzt noch die Aufgabe hier, so bei Extrem. Und da sollen wir mit dem Wächter quatschen. Und das machen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed Origins.